So, und damit willkommen zurück zu Vampire's Dawn Teil 2. In der letzten Episode haben wir, nachdem wir den Zauber der Elras hatten, waren wir in der Blutebene mit Elaine und haben Vincent Weinhardt angefragt und haben erstaunlicherweise wenig rausbekommen, außer dass wir mitbekommen haben, dass sie das Buch damals gefunden hatte und ihn mitgebracht hat, was ihn wahrscheinlich dazu gemacht hat, was er war. Und zum Zweiten, dass die Blutgeister irgendwie langsam verschwinden alle. Es gibt da eine höhere Macht, die sich derer bedient. Danach haben wir zwei neue Erzählstränge oder Aufgabenstränge. Das eine ist, dass wir Pharao Ustra aufsuchen wollen. Das bedeutet, wir müssen wieder in die Wüste gehen, Pyramide finden etc. Und der zweite war, wir sollten den Elras-Magier mal ein bisschen foltern. Oder den Anführer. Und das haben wir hier. Den haben wir schon auf dem Tisch liegen. Als hätte ich es vorbereitet. Und der kriegt mal ein bisschen was ab. Ein paar Blitze. So. Na, jetzt rede, du Wurm. Ihr elenden Vampire, ihr seid viel zu spät, ihr Narren. Wofür zu spät? Gadar trifft bereits alle Vorbereitungen für unseren Sieg. Euren Sieg? Du liegst hier an Folter und die Bruchstücke schnappen wir uns gerade eins nach dem anderen. Ihr seid wirklich Narren. Er ist gerade dabei, sich die Macht zu verschaffen, die Steintafel zu aktivieren zu können. Wofür glaubt ihr, haben wir Elras euch Vampire erschaffen? Ihr seid nichts als unsere Diener. Moment mal, die Elras haben die Vampire erschaffen? Ich dachte, das war Vincent Weinhardt. Ihr seid wirklich mit einer unglaublichen geistigen Beschränktheit ausgestattet. Mach nur so weiter, dann vergesse ich mich und lasse diesen Hebel gedrückt. Habt ihr euch nicht gefragt, warum Vincent Weinhardt unbedingt Hohepriester werden wollte? Er war ein Diener der Elras. Und nach unserer elendischen Niederlage gegen Ustra geriet unsere mächtigste Zaubermaschine in die Hände der Menschen. Die der Kirche, um genau zu sein. Die Kirche baute eine Stadt über das Versteck, wo diese besagte Maschine ruhte. Sie nannten die Stadt Asran, was für ein schäbiger Name. Ja, wir waren Asran, doch wir haben keine Maschine entdeckt. Nicht nur geistig schwach, sondern auch noch blind seid ihr. Nur eine kleine Handbewegung, du erleidest unendliche Schmerzen. Überlegt doch mal scharf, ihr Narren. Als Hohepriester hatte Vincent endlich Zugang zu dieser Maschine, zu unserer Maschine. Die Kirche wusste nicht, wie man sie nutzt, doch schätzte sie unsere Maschine als eine Art mächtiges Artefakt ein und darauf wartete, mit den richtigen Befehlen gestartet zu werden. Doch diese dummen Menschen mit ihrem verklärten Glauben haben natürlich niemals die Maschine starten können. Doch machtsüchtig, wie die Kirche nun mal ist, behielt sie die Maschine geheim, sodass nur streng ausgewählte Personen sie je zu Gesicht bekommen würden. Eine dieser wenigen Personen war der Hohepriester, und während Vincent die Menschen durch den verlorenen heiligen Kreuzzug blendete, stieg er langsam, aber sicher zum Hohepriester auf. Aber er war doch schon in dem Gewölbe unter Asran, bevor er überhaupt ein Hohepriester war. Richtig. Damals stand er zwar nicht unter unserer Kontrolle, und da weiß ich nicht, wie er von dem Gewölbe erfahren hat, doch scheint es so, als hat er entweder von dieser Maschine gewusst und heimisch danach gesucht, oder es war ein glücklicher Zufall, dass er genau dieses Gewölbe gefunden hatte. Aber nur durch den Rang eines Hohepriesters hatte er das Recht der Kirche, die Maschine zu sehen. Hätte die Kirche, sagen wir Kirche, oder? Kirche, so, ihn dort unten erwischt, hätte sie ihn schnell vernichtet. Als wir Vincent trafen, hatte er schon viele Jahre in diesem Dungeon verbracht. Besonders viel Macht hatte ihm die Maschine nicht gerade gegeben. Er war ein Wurm, den wir zerquetschten. Naja, er war schon, hatte seine Stärke. Nun, bedauerlicherweise habt ihr ihn erledigt, bevor die zweite Phase beendet war. Zweite Phase? Was war denn die erste? Tja, warum sollte ich euch noch mehr erzählen, wenn ihr es ja doch nicht versteht? Der Hebel. Na schön, ihr könnt es sowieso nicht mehr aufhalten. Mich umbringen könnt ihr nicht. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gadar mich hier rausholt und eure Blutgeister frisst. Bla 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 bla. Also, was war die erste Phase? Das habe ich euch doch erzählt. Vincent musste Hohepriester werden, um Zugang zu unserer Zaubermaschine zu bekommen. Und die zweite Phase? Was glaubt ihr denn, warum es euch Vampire gibt? Ihr seid perfekte Diener. Vielleicht etwas zu eigenwillig, aber unter unserer Kontrolle wirklich perfekt geeignet, um unsere Macht der Menschheit zu demonstrieren. Ja, das mit den Wirtskörpern haben wir uns bereits selbst zusammengereimt. Eure Schattengeister können sich nur von einem Körper zum anderen bewegen, wenn euer bisheriger Wirtskörper stirbt.
Doch da Vampire bereits untot sind, könnt ihr nach Belieben zwischen den Vampiren hin und her springen. Aha, ich sehe, immerhin die hübsche Vampirdame ist nicht auf den Kopf gefallen. Und wenn ihr einen Vampir als Wirtskörper missbraucht, könnt ihr dessen Macht für eure Zauber nutzen. Exakt. Doch was hat das nun alles mit dieser ominösen Maschine unter Asran zu tun? Und wo unter Asran steht sie überhaupt? Nun, ihr habt sie zwangsläufig bereits gefunden gehabt. Erinnert euch an die großen Löcher am Boden. Das ist die Maschine? Ja. Und was kann man damit machen? Wofür braucht ihr die? Wenn ihr mich gehen lasst, verrate ich es euch vielleicht. Wenn dieser Hebel erst noch ein paar Mal gedrückt wurde, verrätst du uns ganz sicher. Es wird mir ein Genuss sein, eure Blutgeister zu absorbieren, wenn Gadar euch in die Finger bekommt. Unsere Blutgeister absorbieren? Wie das? Wenn ihr sterbt, und das werdet ihr, so leidet ihr unendliche Qualen der Ebene der Blutgeister. Das ist uns nicht gerade neu. Doch entgegen der Gerüchte ist das nicht euer Ende. Denn wir Elras haben dann erst ein Interesse an euch. Mit Hilfe der Maschinen Asran können wir eure edlen Blutgeister aus der Ebene der Blutgeister absaugen. Was soll das heißen? Was meinst du mit absaugen? Wir wandeln sie in eine Art pures Seelenkonzentrat um. Perfekt, um unsere Magie zu nutzen. Denn wie ihr wisst, brauchen wir für jeden Zauber Seelen oder etwas, das Seelen kompensiert. Wie spezielles Blut oder dergleichen. Aber Seelen sind noch das Beste. Oh ja, süße, zarte Seelen. Und konzentriert sind sie noch besser für uns nutzbar. Aber warum gerade Blutgeister? Reichen euch nicht die Seelen der Normalsterblichen? Du enttäuschst mich. Ich dachte wenigstens, du hättest es begriffen. Los, rede gefälligst, Asghar, der Hebel. Schon gut, schon gut. Jetzt überlegt doch mal ganz genau, was passiert, wenn ihr einen Menschen tötet? Wir absorbieren ihre Seelen. Ist das nicht wunderbar? Ja, ich muss sagen, mit euch hat sich Gadar wirklich selber getroffen. Was für eine einzigartige, berauschende Perfektion. Jede Seele, die ihr absorbiert, wird euer Blutgeist stärker und stärker. Oh nein. Darum der Heilige Kreuzzug. Nachdem die Vampire die Seelen ihrer vielen Opfer absorbiert hatten, kam Vincent und brachte einen nach dem anderen um. Ihre Blutgeister kamen in die Ebene der Blutgeister, wo sie nur darauf warten, von Elras mit dieser furchterregenden Maschine benutzt zu werden. Du hast es erfasst. Ihr seid nichts als Diener. Erntehelfer trifft es eigentlich auch sehr gut. Ihr sammelt die Seelen der Menschen und Tiere, und wenn eure Blutgeister fett und saftig sind, kommt ihr auf die Schlachtbank. Und mit Hilfe der Maschine in Asran veredeln wir eure Blutgeister. Das ist wirklich abstoßend. Nein, das ist genial. Und während wir hier sitzen, ist Gadar dabei, die Ebene der Blutgeister mit Hilfe der Maschine leer zu saugen. Das heißt, Gadar ist inzwischen in Asran? Also das ist es, was ich in der Ebene Blutgeister gesehen habe. Die Blutgeister werden abgesaugt. Darunter auch der Blutgeist von Vincent Weinert. Er hat seine Schuldigkeit getan. Auch sein Blutgeist ist reif für die Ernte. Wir müssen diesen Gadar aufhalten. Gebt euch keine Mühe, es ist viel zu spät. Die Maschine verschließt den Eingang zum Dungeon auf absolut undurchdringliche magische Art und Weise. Am einfachsten ist es, wenn ihr hier im Schloss auf eure Hinrichtung wartet. Wenn Gadar die Blutgeister absorbiert hat, wird er die Macht haben, die Steintafel zu aktivieren. Und wenn das passiert, werdet ihr euch wünschen, in der Ebene der Blutgeister zu sein. Dort wird es euch besser gehen, als wenn ihr euch bearbeiten werden, ihr Elendwürmer. Moment, das verstehe ich nicht. Wird es euch besser gehen, als wenn wir euch bearbeiten werden, ihr Elendwürmer. Okay, wahrscheinlich so der Nebensatz. Entschuldigung, Elendwürmer. Er ist in Ohnmacht gefallen. So, das heißt wirklich darunter. Und noch ein. Wie wunderbar. Strömt zu mir, meine leckeren Blutgeister. Kommt und gebt mir eure Macht. Beim Vincent war er bestimmt richtig fett. Voll Seelenenergie. Ist es schon vorbei? Oh, wie wunderbar. Es ist vollbracht. Die Blutgeister sind abgesaugt. Und ihr veredeltes Ergebnis wird mir die Kraft geben, die Steintafel zu nutzen.
Nein, Glück, dass Elena noch frühzeitig rausgekommen ist. Die konzentrierte Macht, 100er Blutgeister. Endlich. Dann ist sie Endgegner. Material. Moment. Was heißt denn das jetzt für uns? Haben wir da schon eine neue Aufgabe gekriegt? 9 Stücke. Arena gehen. Magischer Schlüssel, den wir nicht wissen, wo es ist. Findet das Schloss. Nö. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Okay. Das ist also einfach nur Geschichte. Also, nur ist gut geschichtlich für uns als Hinweis. Hast du etwas Neues? Keine Ereignisse, gut. Wie das Ganze hier vonstatten geht. Also ist natürlich Vampire Stone 2 damals nach der 1 erschienen, wer hätte es gedacht? Ach, Überraschung. Und demnach, ja, die Frage ist halt, ist von Anfang an diese zweite Story geplant gewesen oder nachher dann aufgesetzt? Ich glaube eher aufgesetzt. Aber ist ja nett, dass es versucht hat, damit alles zu erklären. So, was haben wir denn hier? Blutnektar erhalten. Was macht Blutnektar? Nur so als Interesse halber. Blutnektar. Plus 300 Blut für die Gruppe. Ah, okay. Das bedeutet, wir haben ab sofort eine neue Quelle für Bluttränke, die uns wie die Diebe ab und zu mal was gibt. Nett, nett. So, dann gehen wir jetzt mal Richtung Arena wieder. Der Wüstenstadt. Das heißt, ich kann schon jetzt mir den Sonnenschutzmantel anziehen. Und dort werden wir nochmal rumfragen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Ganze jetzt mit euch zusammen mache. Ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt gleich am Anfang, am Eingang der Stadt irgend so ein Kommentar kommt, wie ja, jetzt müssen wir suchen, dann ist das okay. Ansonsten werde ich nochmal jeden in der Stadt dazu anfragen. In der Hoffnung, dass wir irgendwie eine Information kriegen. Aber ich rechne schon damit, dass wir noch ein bisschen brauchen hier. Weil wir müssen ja definitiv in der Stadt noch was suchen, bevor wir die Pyramide finden. Obwohl wir, glaube ich, schon mal eine Information gehört haben, wo das ungefähr sein soll. Na gut, also ich melde mich, sobald ich im Gespräch bin, was wahrscheinlich darauf hinausführt, dass wir wissen, wo es ist. Bis gleich. Okay, und schon melde ich mich nach dem ersten Gebäude. Hier drin hat die Frau gesagt, wart ihr schon in der Pyramide gewesen? Da sollen immer krassliche Monster sein. Und nur der Bürgermeister würde wissen, wie man da durchkommt. Er würde ein Portal benutzen. Ich glaube, ich entsinne mich jetzt wieder, dass wir beim Bürgermeister noch gar nicht vorgeladen werden konnten, weil wir da erst irgendwas brauchten dafür. Jetzt ergibt das wieder ein Bild und deswegen müssen wir noch in die Stadt gehen, weil jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Bürgermeister. Die Preisfrage ist nur, wo ist der Bürgermeister? Es gab auf jeden Fall eine Stadt, wo wir nicht sofort reinkamen. Brauchten wir jetzt eine Einladung und sowas? Ich weiß nicht, ob es das genau ist. Ah. Also der Bürgermeister ist ein alter Mann. Das spricht jetzt natürlich. Übrigens, die Pflanze hier ist die gleiche Pflanze wie unsere Blut. Unsere kleine Blutlilie, wie sie immer heißt. So, ist der alte Mann? Oh, hallo, kann ich euch helfen? Nun, vielleicht könnt ihr uns etwas über die Stadt und ihre Beziehung zu Pfarrer Ostra erzählen. Ah, ihr wollt es über unseren geliebten Pfarrer Ostra erfahren. Geliebt? Aber natürlich, Pfarrer Ostra ist unser Heiliger, unser Schutzpatron. Wir lieben und verehren ihn. Er gibt uns Schutz vor diesem Gesindel der Elras. Ustras, unser Retter. Er hat den Angriff der Elras auf diese Stadt und seine Pyramide abgewehrt, indem er uns zeigte, wie wir kämpfen müssen. Wir erhielten viele magische Waffen, mit denen wir die Elras bekämpfen konnten. Oh, er ist wahrhaftig heilig. Er ist unser geliebter Herrscher. Wir tun alles, was er von uns verlangt. Er hat schon gegen die Elras euch geholfen? Oder hat er sich eher selber geholfen und euch dazu schlicht und einfach nur benutzt? Kannst du nur so schlecht über unseren geliebten Pharao reden? Dieser Sachverrat liegt doch nahe. Er konnte sie nicht mit eigenen Kräften besiegen und hat euch deswegen benutzt.
Niemals. Wir wurden ebenso angegriffen wie er und er hat uns geholfen. Aber es bedeutet, dass ihr ihn durchaus schon wahrhaftig gesehen habt, ja? Aber natürlich. Er ist ein harter, aber gerechter Herrscher. Ihr, der sich gegen ihn stellt, wird zerquetscht wie eine Kakerlake. Aber denen, die ihn unterstützen, hilft er wie ein Freund. Er liebt uns und wir lieben ihn. Okay, also taucht er hier also regelmäßig auf, oder wie? Nun, ehrlich gesagt schon seit einigen Jahren nicht mehr. Kurz nach dem letzten Angriff der Elras hat er sich wohl in seine Pyramide zurückgezogen. Er ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Wisst ihr, wir haben schon seit langer Zeit einen gesegneten Tag der Huldigung. Roten Monat. Am Anfang hat er es geliebt. Er kam immer zu uns. Wir brachten ihm unsere besten Waren und Töchter. Und er zeigte uns seine Dankbarkeit mit seinem Schutz. Ihr habt ihn eure Töchter gebracht? Ja, aber war es endlich den Gelüsten eines Mannes unterworfen. Achso, auch er war den Gelüsten eines Mannes unterworfen. Selbst oder gerade als mächtiger Pharao ist das natürlich auch erlaubt. Wir fühlten uns sicher mit seinem Schutz. Ohne ihn wären unsere Töchter zu viel schlimmeren verdammt gewesen, wenn sie den Elras in die Finger gekommen wären. Seit wann haben die Elras Interesse an jungen Mädchen? Unser geliebter Pharao erzählt uns immer, was die Elras mit unseren Töchtern machen würden. Es war schrecklich. Das möchte ich lieber nicht wiederholen. Aber so waren unsere Töchter dankbar, zu Pharao Ustan die Pyramide zu dürfen. Mhm. Apropos Pyramide, wo finden wir die eigentlich? Lasst unsere geliebten Pharao in Ruhe. Er braucht seine Ruhe. Ist doch anscheinend nach der großen Schlacht gegen die Elras verschwunden. Warum glaubt ihr, dass er noch lebt? Blasphemie. Oh nein, nicht schon wieder dieses Geschwafel und Blasphemie. Was soll das bitte heißen, Asghar? Ach, nichts. Wie könnt ihr nur zweifeln, dass er noch am Leben ist? Natürlich ist er das. Ihr sprecht von Pharao Ustra, unserem geliebten Herrscher. Er ist unsterblich. Alles kann sterben, es ist nur eine Frage des Wie. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Geht bitte, Pharao Ustra wird euch bestrafen für eure sündige Zunge. Na fein. So, dann Gedanken lesen. Dann verschwinden die endlich. Wie konnten sie unseren geliebten Herrscher nur so schlecht machen? Ich hoffe, Pharao Ustra schläft tief in seiner Pyramide südlich von hier. Spätet darum, dass die schmutzigen Gedanken dieser Person nicht gehört hat. Südlich von hier? Hervorragend. Okay, haben wir damit jetzt die Information schon, die wir brauchen? Suche die Pyramide südlich jetzt der Stadt? Ja. Stufe 60, was schon ein ganz schöner Sprung ist, haben wir uns überlegt, dass diese Elras-Sache mit Stufe 33 zu erledigen war, ist jetzt Stufe 60 Ustras Pyramide. Durchsuche Ustras Pyramide nach Hinweisen. Südlich hiervon. So, brauchen wir dafür irgendwas. Und das zu sehen, hat er gesagt, irgendwie Magie ist es. Ich hoffe auch, in der Pyramide kann ich dann die Sonnenschutzmäntel ausziehen. Aber dann lasst uns mal in Richtung Süden gehen. Ach, guck an, jetzt wird die Pyramide auch direkt ange... Natürlich die Pyramide. Überlegt euch mal bitte. Wir fliegen hier als Flittermaus durch die Gegend. Das heißt, wir haben schon einen guten Überblick über irgendwelche Bereiche. Und erst nachdem wir jetzt mit ihm geredet haben, haben wir diese fette Pyramide gesehen. Alles klar. Ustras Pyramide. So, hier haben wir schon mal Skorpion. Ich bin echt froh, dass wir eine Giftresistenz haben, weil ich glaube, das könnte wichtig werden. Ich erinnere mich an die alte Pyramide noch in der 1 und da war Gift schon eine Sache. So, okay, wir gehen erstmal jetzt um die Pyramide ringsherum. Sehr schön, da haben wir also die Pyramide schon gefunden. Das ging ja besser als gedacht, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht so früh damit gerechnet. Ich hatte im ersten Sein wirklich im Endgame erst irgendwie Erinnerung, dass wir hierher müssen. Aber Stufe 60 ist halt schon wahrscheinlich schon relativ weit. Zugegebenermaßen. Weiß nicht, ob man hier vielleicht noch. Ach, guck mal. Der geht auch wunderbar von der Farbgebung her. Das war das grüne Geheimnis. Hier ist noch irgendein Absatz. Vielleicht. Ich hoffe nicht, dass die Pyramide komplett zerstört wird. Nicht, dass wir hier nochmal eine Karte nutzen müssen. Und dann nicht mehr das finden. So, jetzt haben wir das hier erledigt. Jetzt gehen wir nochmal hier entlang. Sehen nix. Und dann sehen wir hier die Stufen. Und können jetzt einzeln die Stufen jetzt hochgehen. In jeder Ebene. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen langweilig für euch wahrscheinlich. Aber wir wollen natürlich die Pyramide komplett erkunden. Könnt ihr ja gleich mehr sehen, in welchen. Okay, also hier lohnt es sich erstmal nicht, die nächsten beiden
Erhöhung entlang zu latschen. Ich finde die Treppenanimation noch niedlich. Dieses kurz warten und dann so schwipp, schwipp. So. Okay, hier lohnt es sich in zwei Ebenen höher mal das Ganze zu besuchen. Hier nehme ich. Also eventuell, vielleicht gibt es auch nichts. Dann hier wieder in zwei Ebenen, oder? Ja. Lass uns das Seite für Seite machen, sonst müssen wir immer hin und her switchen. So können wir uns merken, was wir brauchen. Da ist das Portal. Das gab es ja auch in der 1, dass es da so ein Portal gab, was dann in den inneren Raum geführt hatte. Also in die untere Kammer, beziehungsweise. Weil, es wird wahrscheinlich hier genauso sein, dass wir, je tiefer wir kommen, desto größere Ebenen haben. Das heißt, oben ist eine recht kleine und das ist wie eine Pyramide, ist dann unten halt, wird es immer größer. Und ganz unten ist dann die Ebene des eigentlichen Pharaos, den wir in der 1 halt auch besiegt hatten. Und nun gut, den gibt's dann, gilt es dann halt zu besiegen und dann wird das Portal aufgemacht, sodass man nicht den ganzen Weg hier zurücklatschen muss, falls man auch mal die Kammer will, wegen irgendwas zu holen. Ist aber auch ganz witzig, denn da es nun der Pharao ist und der Magier war, könnte es auch sein, dass das jetzt endlich mal der Ort ist, wo man richtig, richtig viele Rezepte findet. So, na gut, dann lasst uns doch wenigstens mal spaßeshalber mal einen kleinen Fuß mal hineinsetzen.